Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Fünf Handelstage hintereinander mit Verlusten im DAX in der vergangenen Woche haben anscheinend noch nicht ganz gereicht. Der Montag brachte keineswegs Entspannung, leider im Gegenteil. Jetzt macht man sich Sorgen unter anderem um die Kreditwürdigkeit Frankreichs, um die Entwicklung der Weltwirtschaft. Ja, und die Renditen für spanische und italienische Staatsanleihen, die sorgen auch nicht gerade für Beruhigung. Gibt es da eigentlich noch Licht am Ende des Tunnels? Darüber rede ich jetzt mit Peter Bösenberg von der Société Générale. Er ist mir jetzt von der Börse aus zugeschaltet. Hallo, Herr Bösenberg. Hallo, Frau Grebe. Herr Bösenberg, der Markt kommt einfach nicht zur Ruhe. Immer neue Sorgen, immer ein neues Land im Fokus der Märkte. Wie viel davon ist Ihrer Meinung nach berechtigt oder ist die Marktreaktion zum Teil auch mal übertrieben? Also wirklich neu sind diese Ängste nicht. Diese Ängste kauen wir hier schon in den letzten 3 Monaten durch. Zuerst die Rezessionsangst, dann die europäische Staatenpleite, wo wir ein Land nach dem anderen aufgerufen haben, was hier unmittelbar vor der Pleite stehen könnte. Insofern ist die Nachrichtenlage nicht wirklich neu, aber wir vermissen halt auf der anderen Seite unterstützende Neuigkeiten, ganz klare Nachrichtenlage, die hier wieder Zuversicht den Marktteilnehmern gibt. Und deswegen ist halt im Moment leider festzustellen, dass der Markt immer weiter abbröckelt. Und solange wir hier von Seiten der Politik und vor allen Dingen auch von Seiten der Europäischen Zentralbank keine klare Stellungnahme kommt, ist dem vermutlich auch ist nicht davon auszugehen, dass wir hier eine andere Marktrichtung sehen werden. Im Moment sehen wir einfach auch viele Marktteilnehmer, die hier darauf setzen, dass die Zentralbank auch anfangen wird, noch mehr Geld zu drucken, das in uneingeschränktem Maße zu machen. Ich glaube, das ist hier das Szenario, auf das der eine oder andere im Moment auch setzt. Nun hat die Politik ja in der letzten Zeit sogar einiges auf den Weg gebracht, hat aber nicht wirklich gereicht oder zumindest nicht für eine längerfristige Beruhigung. Kann eigentlich unter diesen Umständen in absehbarer Zeit wieder sowas wie Normalität zurückkehren oder muss man sich an so eine Art nervöse Grundstimmung auf Dauer gewöhnen? Was glauben Sie, wie geht's weiter? Ja, im Moment ist der Markt leider so nervös und geht im Grunde seitwärts. Deswegen ist hier vermutlich auch für die nächsten Wochen, vermutlich bis Jahresende, nicht von einer nennenswerten Marktänderung zu sprechen. Also wir glauben einfach, dass wir hier bis zum Jahresende irgendwo innerhalb dieser Seitwärtsrange auf 6.500 Punkte auf der Oberseite und vielleicht 5.000 Punkte auf der Unterseite uns bewegen werden. Viele hoffen halt darauf, dass die Europäische Zentralbank jetzt hier anfangen wird, in uneingeschränktem Maße Geld zu drucken, was den Markt vielleicht beflügeln könnte. Aber ob dem dann wirklich so sein wird, bleibt abzuwarten. Gibt es schon was, was Sie feststellen können, wie Anleger in dieser Marktsituation reagieren oder sind die im Moment quasi in Schockstarre? Ja, also viele Anleger ziehen doch hier sich zurück, warten ab. Es fällt doch vielen schwer, hier zu beurteilen, wo wird der Markt in 3 Monaten, 6 Monaten oder 12 Monaten sein. Entsprechend höher ist halt die Nachfrage aktuell nach Hebelprodukten. Dort sind die meisten Marktteilnehmer auch eher nur intraday unterwegs. Auf der anderen Seite sehen wir hier auch eine ganz gute Nachfrage nach Produkten, die von einem solchen Seitwärtsmarkt profitieren. Da gibt es also eine Vielzahl von Korridor- oder sogenannten Inline-Papieren, wo der Marktteilnehmer im Grunde darauf setzen kann, dass de facto nichts passiert. Diese Art von Nachfrage können wir hier im Moment verzeichnen, aber einen ganz klaren Trend, auf den Anleger setzen, den können wir im Moment leider nicht feststellen. Im Moment also wenig klare Trends zu sehen und bei allen Produkten muss man natürlich auch die Risiken, die diese bergen, noch im Hinterkopf behalten. Herr Bösenberg, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Vielen Dank, Frau Grebe. Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Zertifikate aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die gesamte Sendung nochmal gibt's unter www.derf.fm und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns gerne mailen an tvzertifikate@derf.fm. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei wären. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.